Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiges Muster. Es ist ein sehr schönes und einfaches Muster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 6 plus 3 plus 2 Randmaschen und 4 Musterreihen besteht. Ich habe 17 Maschen auf meiner Nadel. 17, weil wir gesagt haben, teilbar durch 6. Ich habe es mal 2 genommen, das sind 12. Plus 3 Maschen, die ich einmalig aufnehme, das sind 15. Und 2 Randmaschen, 17. Jetzt stricke ich eine Rückreihe, die die Basis für unser Muster sein wird. Diese Reihe stricken wir einmalig und dann fangen wir mit der ersten Musterreihe an. Randmasche stricke ich rechts und nun 3 Maschen rechts, 1, 2, 3. 3 Maschen links, 1, 2, 3. Und abwechselnd jetzt bis zum Ende der Reihe. 3 Maschen rechts, 1, 2, 3 und 3 Maschen links, 1, 2 und die dritte. Die Reihe endet mit 3 rechten Maschen, 1, 2, 3 und die Randmasche stricke ich rechts. So, und jetzt fange ich mit der ersten Musterreihe an. Randmasche rechts und nun 3 Maschen links, 1, 2 und die dritte. Jetzt gehe ich mit der Nadel wie zum Rechtsstricken in 3 Maschen, 1, 2, 3, in alle 3 Maschen, hole mit dem Faden durch alle 3 Maschen durch und nun habe ich eine neue Masche auf meiner rechten Nadel. Ein Umschlag. Das ist die zweite Masche. Nochmal in alle 3 Maschen reingehen und den Faden durch alle 3 Maschen ziehen. Ich habe eine dritte Masche auf meiner rechten Nadel. Ein Umschlag, das ist die vierte Masche. Und nun stricke ich alle 3 Maschen zusammen rechts. Und somit habe ich jetzt 5 Maschen herausgestrickt. Ich lasse die Maschen von der Nadel fallen. Und noch einmal, 3 Maschen links, 1, 2 und die dritte. Jetzt wieder in 3 Maschen wie zum Rechtsstricken einstechen und alle 3 Maschen zusammen rechtsstricken und die Masche auf der rechten Nadel lassen. Ein Umschlag, das ist die zweite Masche, in alle 3 Maschen einstechen. Faden durch alle 3 Maschen holen. Das ist die dritte Masche. Ein Umschlag ist die vierte. Und nun alle 3 Maschen zusammen rechts stricken. Das ist die fünfte. Wir haben wieder 5 Maschen aus den 3 herausgestrickt. 3 Maschen links. 2, 3. Und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 2. Randmasche rechts und nun haben wir 3 Maschen rechts, 1, 2 und die dritte. Und das sind die 5 Maschen, die wir gerade herausgestrickt haben, die stricken wir links. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 3 Maschen rechts. 1, 2, 3, 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Reihe endet mit 3 Maschen rechts. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Reihe 3, Randmasche rechts. Und nun 2 Maschen links. 1, und die zweite. Jetzt habe ich hier eine Masche links und eine Masche rechts. Die stricke ich beide zusammen rechts. Ich steche in beide Maschen ein und stricke diese zusammen rechts. 3 Maschen rechts, 1, 2 und die dritte. Hier ist eine rechte Masche und eine linke Masche. Beide Maschen zusammen rechts stricken. Und nun
eine Masche links und das Ganze noch einmal. Hier ist die linke Masche, eine rechte Masche. Beide Maschen zusammen rechts stricken. Drei Maschen rechts, eine, zwei und die dritte. Hier ist eine rechte Masche und eine linke Masche. Beide zusammen rechts stricken. Und zwei Maschen links und die Randmasche stricke ich rechts. Reihe 4, Randmasche rechts und nun habe ich hier zwei Maschen rechts, die stricke ich rechts. Eine und die zweite. Hier haben wir 5 linke Maschen, die stricken wir alle links. Eine, zwei, drei, 4 und die 5. Masche links. Eine Masche rechts, 5 Maschen links. Es wird alles so gestrickt, wie die Maschen erscheinen. 3, 4, 5. Und die Reihe endet mit 2 rechten Maschen und der Randmasche. So, das sind die 4 Musterreihen. Machen wir das Ganze nochmal gemeinsam. Jetzt fange ich wieder mit der ersten Reihe an. Randmasche rechts. Nun stricke ich 3 Maschen links. Eine, zwei und die rechte Masche stricke ich auch links. Die 3 rechten Maschen werden zusammen rechts gestrickt. Wir stricken jetzt wieder 5 Maschen aus diesen 3 heraus. Also in alle 3 Maschen einstechen, Faden holen, durch die Maschen ziehen. Und ich habe eine neue Masche auf meiner rechten Nadel. Ein Umschlag, das ist die 2. Masche. Nochmal rechts stricken und die Masche auf der Nadel lassen, das ist die 3. Ein Umschlag, die 4. Und alle 3 Maschen rechts zusammenstricken, die 5. Jetzt 3 Maschen links. Eine, 2 und die 3. Und noch einmal, aus den 3 rechten Maschen stricken wir 5 heraus. Ich steche in alle 3 Maschen ein, hole mir den Faden. Das ist die 1. Ein Umschlag ist die 2. Und nochmal alle 3 Maschen zusammen rechts. Die 3. Ein Umschlag die 4. Und alle 3 Maschen rechts stricken die 5. Und die Reihe endet mit 3 Maschen links, 1, 2, 3 und die Randmasche stricke ich wieder rechts. So, 2. Reihe, Randmasche rechts und nun haben wir 3 Maschen rechts, 1, 2 und die 3. 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt wieder 3 Maschen rechts. Die 1., die 2. und die 3. 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Maschen rechts. 1, 2, 3 und die Randmasche stricke ich rechts. Die 3. Reihe nochmal. Randmasche rechts und jetzt 2 Maschen links, 1 und die 2. Und hier stricken wir wieder eine linke Masche und eine rechte Masche zusammen rechts. Beide Maschen zusammen rechts stricken. 3 Maschen rechts, 1, 2, 3. Die rechte Masche und die linke Masche zusammen rechts stricken. Eine Masche links und wieder die linke Masche und die rechte Masche zusammen rechts stricken. 3 Maschen rechts, die 1., die 2. und die 3. Und jetzt die rechte Masche und die linke Masche zusammen rechts stricken. Die Reihe endet mit 2 Maschen links und die Randmasche stricke ich wieder rechts. Reihe 4,
Randmasche rechts. Jetzt haben wir zwei Maschen rechts. Eine, zwei. Und fünf Maschen links. Wir stricken alle Maschen so, wie sie erscheinen. 3, 4, 5. Eine Masche rechts, 5 Maschen links. Eine Masche rechts, die nächste Masche rechts und meine Randmasche stricke ich auch rechts. Das sind die 4 Musterreihen, die stets wiederholt werden. Und nach ein paar Reihen haben wir dieses sehr schöne Muster, welches super geeignet ist, vor allem für Babysachen, aber natürlich auch für Erwachsene. Pullover, Jacken, Stulpen, Mützen, man kann alles damit stricken. Ich wünsche wieder ganz viel Spaß dabei. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.